Okay, kann ich anfangen? Also es ist sozusagen nur ein kurzer Zwischenbericht, ein kurzes Plaudern. Ich arbeite mit Peter Köpke und Steffen Frerichs in Bonn. Und es geht also um Formal Checking of Ordinary Mathematical Texts, was also da schon Interesse hervorgerufen hat. Und das ist so ein Beispiel hier. Also das ist so ein Ordinary Mathematical Text. Und die machen also so eine... Also das soll der Text sein, also das soll auf den ersten Blick so aussehen, wie als hätte man das so einfach als Mathematiker, also wie der Ego das immer so gern macht, dass halt BI dann da irgendwelche Beweise schnell hin skizziert. Und das ist so eine eingeschränkte natürliche Sprache, an der basteln die da so ein bisschen rum. Das geht also zurück auf Arbeit von Paskevich vor vielen Jahren. Und ich habe jetzt ein bisschen angefangen, also auch mit dem Steffen zusammen, dass wir so eine IDE dafür bauen. Das ist eigentlich so ein Kommandozeilentool gewesen, wo man also diesen Text dann da irgendwie mit VI oder mit gedit editiert und es dann durch ein Command-Line-Tool durchhaut und dann kriegt man so ein paar Fehlermeldungen raus. Und ich habe das jetzt immerhin schon mal so weit, dass man, also hier kann man einfach den Text öffnen und dann kann man da irgendwie was tippen, kann da irgendwie ein G draus machen. Und jetzt sagt halt das System, naja, also an der Stelle konnte ich irgendwie nichts mit anfangen. Also den Parser muss man dann typischerweise noch ein bisschen freundlicher machen, dass der jetzt nicht so knallhart auf die Nase fällt. Also der bricht jetzt hier beim ersten Fehler ab und dann kommt überhaupt nichts mehr raus bei dem Ganzen. Aber immerhin haben wir jetzt, also dadurch, dass ich jetzt da irgendwie Unsinn gemacht habe, habe ich einen Fehler provoziert und der kam dann auch sofort. Also ich habe jetzt die ganze Prüfer-IDE so ein bisschen, was meinst du? Du hast gerade das F rausgelöscht und dann wurde A unterringelt. Habe ich mich auch, also wenn ja, ich, genau, A genau, Variable genau. Erkennt, naja, also dieses Domain of F stands for, also das müsste man noch stärker highlighten, hier sind immer nur ein bisschen Keyword-Highlighting, also hier sind solche, ja solche Patterns nennen die das, das sind so Syntaxformen, dass man sagt, Domain von irgendwas, Set und da habe ich also hier sozusagen das Argument weggemacht und dann ist das hier dann einfach unexpected. Also das bricht dann zusammen, diese Notation sozusagen. Ich habe selber jetzt noch keine Beweistexte geschrieben. Das, wenn ich ein bisschen weiter bin mit der IDE, versuche ich es dann vielleicht mal. Ich bin noch dabei, die vorhandenen Beispiele zu verstehen und einfach intern in der Implementierung. Also ich bastel da mit dem Steffen da ein bisschen dann rum, dass wir den Parser so PIDE-tauglich machen und dann. Für mich ist es so eine Exploration, dass ich sage, ach, da hast du das jetzt erkannt und dann mache ich den Markup und dann verstehe ich sozusagen seine Sprache da oder seinen Parser dadurch. Also darfst du zum Beispiel bei dem Every, darfst du das Y wegmachen, oder? Das würde dann auch also hier irgendwie schnell zusammenbrechen, das Ganze. Da ist es an der Stelle einfach unexpected, gell? Ist es nicht eine natürliche Sprache dafür da, dass man eben nicht so genau sein muss? Interessante Frage, du wirst ja, dass man dann so genau sein muss. Da kann ich wenig zu antworten. Also der Steffen hat da ein Masterprojekt gemacht und der hat auf dem vorhandenen Aufbau nochmal den Parser besser gemacht und es soll dann auch noch weitergehen mit den Linguisten in Bonn da, dass das also dann wirklich in der Richtung wohl ein bisschen ernsthafter und robuster wird. Also im Moment ist das so eine eingeschränkte, also eine eingeschränkte Sprache, die so informell aussieht oder die natürlich aussieht. Also wenn man einen guten Text hat, dann kann man sagen, okay, aber die Flexibilität mangelt da vielleicht ein bisschen. Aber da ist... Bankful ist zum Beispiel hier ein Keyword der Sprache, oder? Ich glaube, das ist einfach eine Grammatik. Könnten wir versuchen rauszufinden, indem wir jetzt in dem Haskell rumsuchen, wenn ich jetzt noch Stand einfach mal suche. Was suchen wir jetzt in den Haskell-Sourcen? Und halt einen Parser dafür und dann wird das einfach gemappt auf den Datentypen. Also wir suchen mal schnell in der Implementierung rum. Hier. Und da gibt es jetzt also einen Parser-Kombinator genau. Für Stand 4. Also WD-Token, das ist dann ein literales Keyword hier. Ich weiß nicht, warum der so heißt, aber das ist ein wörtlicher Token. Er hat ja eigene Parser-Kombinatoren hier implementiert, das ist dann so ein Oder. Und dann kann er also die Node, also die Node stand for. Die Node oder stand for, genau. Genau, dann können wir sozusagen, das haben wir jetzt gelernt, jetzt können wir da also stand for, da können wir jetzt die Node schreiben. Die Nodes können wir jetzt wahrscheinlich schreiben. Die oder? Node, dann müsste das immer noch funktionieren. S. Das geht hier nicht. Das war ja wörtlich dann nur so.
Also das haben wir jetzt gelernt durch schnelles Reinschauen in der Source und wir können das Anschauen mit der Source auch mit Visual Studio Code machen, also so entwickle ich das. Oder so lese ich die vorhandenen Sourcen. Also ich habe ja vorhin noch nie, also ich bin hier zwar schon über 3 Jahre hier in diesem Curl-Club und da geht es ja auch durch Haskell und ich genieße die ganzen Vorträge, aber ich habe ja vorher noch nie selber ein Haskell-Programm gemacht. Das darf man gar nicht laut sagen. Aber das macht ja auch nichts, weil ja, ich meine, die Konzepte sind ja klar oder die gibt viele Variationsmöglichkeiten und dann ich habe mir halt gleich eine gescheite IDE rausgesucht und dann, dass man dann schön die vorhandenen Sachen lesen kann. Und da haben, also ich weiß nicht, ob das jemand kennt, die IDE, wo steht Development? Build Development, wo steht die IDE? IDE, genau, hier. Dieses IDE-Projekt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist und ob das Leute schon benutzt haben, hier im Raum. Das ist dick und fett und dauert irre, das zu bauen und es ist noch ein bisschen wackelig, aber es funktioniert schon relativ gut. Also Haskell IDE Engine nennen die das. Wer kennt das? Keiner kennt die Haskell IDE Engine? Also doch, ja. Das ist halt so wahrscheinlich wieder so ein Language-Server-Protokoll-Funktion. Genau. Und dann sagen die, ja, soll dann also hier mit allen möglichen Editoren funktionieren. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich funktioniert. Ich sehe da eigentlich nur, wie es Code. Also ich habe das dann mit viel Mühe sozusagen, das war Bastelarbeit, Laubsäge arbeiten, hier bis man das dann am Laufen hat. Und dann kann man, wir können auch die Stelle, wo wir vorhin waren, mit dem Stand4 nochmal suchen. Stand4, die Suche ist ja sehr schön hier auch in VS Code. Und jetzt habe ich da in allen Files gesucht, also auch diesen FTL ist diese Formal Theory Language. Zusammen, glaube ich. Ja, Stanford zusammen. Ne, es ist schon richtig, aber ich finde es jetzt sozusagen hier in den Beispielen, ich wollte die Haskell-Sourcen durchsuchen. Ja, die Haskell-Sourcen steht es nicht so drin. Ach so, da war Stand und dann war. Genau, das wäre was. Das wollte ich hier suchen. Das wollte ich hier finden. So. Das müsste jetzt, genau, jetzt sagt die IDE, was das hier ist, also das ist hier, genau, die IDE highlightet das jetzt richtig, hat das auch richtig erkannt hier, und dann weiß man, also ich gehe da meistens auf Source, ich gehe da selten auf Documentation, das ist halt, das sind sämtliche, das dauert also irre lang, das dauert 4 Stunden, das alles zu bauen, der durchknetet einfach alle vorhandenen Libraries. Ja, wenn wir das denken, dass das passiert ist, so, ja. Also die Documentation kann man anschauen, man kann die Source anschauen. Aber das ist ja für Business-User, die haben dann fette Bildfarmen, wo es dann braucht. Ja, also ich habe mir dann gleich nochmal 16 GB RAM gekauft. weil der Steffen Frerichs dann mir einen Hinweis gegeben hat, dass da irgendwie Memory-Leaks drin sind. Also das dann, aber das macht nichts, also spart man irre viel Zeit. Und kann sozusagen im Lehnstuhl, ohne dass man jetzt im Detail da alles nachvollziehen muss. Und ich meine, man macht mal die Sprache, mal die Sprache, mal die Sprache. Ich arbeite vom Stil her immer gleich. Ich habe also so einen Isabel-Universalstil, der immer der gleiche ist. Und welche Trägersprache darunter liegt, ist völlig egal. Also das kann sogar TypeScript sein oder also ML oder Scala, das ist sozusagen zu Hause und in Haskell habe ich das jetzt einfach mit eingebettet. Und das kann ich noch mal kurz zeigen. Also das ist sozusagen die Haskell IDE Plus Stack Entwicklungsumgebung, die also dick und fett ist und für Leute, die also da jetzt nicht so mit der konkreten Umgebung besonders vertraut sind. Und da kann man auch so arbeiten, wenn jetzt da Parser-Kombinatoren sind, wo ich das Konzept kenne und ich habe auch selber schon genügend Parser-Kombinatoren-Libraries implementiert im Laufe der Jahrzehnte, aber wo ich nicht genau weiß, wie jetzt hier die Kombinatoren heißen und was die genau bedeuten und dann irgendwelche Maps und irgendwelchen monadischen Kram noch drumherum. Ich habe das dann einfach so gemacht, dass ich sozusagen von der Idee her eine Vorstellung hatte, was ich machen möchte und dann tippe ich hier so lange rum, bis der Typchecker sagt, das ist okay. Und dann gibt es auch noch HLint und er sagt, nimm mal hier die anderen Kombinatoren statt folgenden und so. Das hat ziemlich gut funktioniert. Also es ist sozusagen fast so dekadent wie die TypeScript-IDE, wo ich auch keinerlei Ahnung hatte, wie diese Sprache funktioniert, aber wo ich natürlich theoretisch weiß, was so viele tolle Ideen kommen jetzt da nicht neu dazu oder so. Also dass man einfach so lange rumtippt,
bis was mathematisch Sauberes dasteht. Das ist ja immer mein Ziel. Und dann ist es halt so ein eigenartiger Mischstil, der also sehr Isabell-lastig noch, also ich werde dann noch mehr Haskell-Idiome dann vielleicht finden und auch ein bisschen mich anpassen an das. Aber ich habe, was ich hier gemacht habe letztendlich, also das ist eine konventionelle Haskell-Applikation, die eben vorhanden war, wo eben der André Kastewitsch und Steffen Frerichs da eine ganze Weile dran rumgebastelt haben. Und ich habe da nur so ein bisschen so einen Isabell-Aufsatz, so einen Zusatz gemacht. Also ich habe Isabell-Haskell-Sourcen erzeugt. Also hier sind so, das sind jetzt meine Sourcen hier, das ist von aus dem Isabell-Codebase, das war mal ML, das habe ich in Haskell umgeschrieben, also da gibt es hier so einen Buffer. Anstatt dass man da Show S macht und alles irgendwie rückwärts, macht man es hier vorwärts. New Type T ist so ML. Was meinst du? New Type T ist so ML, dass man einfach den Haupttypen in seinem Modul gerade T nennt. Das ist so, das ist Larry Poisson im L-Stil. Ich habe jetzt hier den Namen nicht verändert. Also da, wo ich da Module gemacht habe, spezifisch für das Tool, habe ich mich an das gehalten, was da vorgegeben ist, dass man dann halt das Buffer nennen würde und dann würde man das zweimal importieren. Das geht aber offenbar nicht besser, oder? Dann muss man einmal den Typ importieren und einmal qualified. Ich glaube, das auch bei den anderen. Ja, du wirst doch immer Buffer und Fehler stehen haben, oder? Also hier mache ich Buffer T, aber wenn ich jetzt das nach Haskell-Manier machen würde, nicht nach ML, dann würde der Typ Buffer heißen. Ja, und da muss man entweder doppelt importieren oder man oft macht man so, dass man dann nicht import qualify isabel.buffer as buffer schreibt, sondern halt as b. Ja, das finde ich schlecht. Das haben wir früher alles gemacht. Also ich fühle mich da auch 20 Jahre jünger bei dem, wenn man die Haskell-Libraries anschaut, da sind archaische Sachen drin, die wir nicht mehr machen, einfach aus Softwarewartungsgründen. GHC also. Ist unglaublich schlimm, weil sie alles abkürzen. Genau. Also wir haben im letzten 15 Jahre haben wir gesagt, wir tun nicht ständig neue Namen erfinden, wir bleiben immer bei den festen Namen, machen alles qualified und dann heißt eben der Typ Modulname.t. Ja. Das ist Isabell ML-Stil. Und dann ist das sozusagen straightforward. Dann importiere ich das Ganze qualified und dann ist der Cast bis zum Übernahme bei sagt. Also jetzt der Buffer. Manchmal hast du ja mehr Typen. Oder ist wirklich ein. Dann erfindet man neue Typnamen dazu. Also Buffer T, Buffer Punkt. Das wird dann spezifisch. Also hier gibt es ja auch mehrere Typen jetzt. Also hier gibt es ja Name, Completion Name. Und dann die Completion T. Also T ist der Haupttyp des Moduls. Das sind alles ML-Sourcen gewesen. Und die habe ich einfach da ausgeneriert sogar, weil nämlich einige, also Isabell stellt die bereit und die habe ich dann hier die kopiert. Das sind übrigens unsere Kombinatoren wieder mit kanonischer Argumentreihenfolge. Ich muss noch ein bisschen mehr kennenlernen in Haskell. Da gibt es halt einen Wildwuchs an verschiedenen Traditionen. Also diese Show-S-Sache habe ich da gefunden, die offenbar relativ altertümlich ist. Und die mache ich halt direkter, dass jeder halt so einen eigenen Typ dafür haben. Und dann komponiert man halt sein Add da drauf. Und dann macht man das vorwärts. Und wenn ich den Content nehme, ist da einmal der Reverse drin. Wenn ich jetzt also ein XML-Tree, dann... Ja, das ist halt sehr viel ineffizienter als das, was die Haskell-Textbibliothek oder so macht. Text ist nochmal was anderes. Da habe ich mit dem Steffen Frerichs darüber diskutiert, ob wir da drauf einsteigen sollen. Da haben wir gesagt, wir sehen da keinen Grund, von dieser Liste der Code-Point-Darstellung wegzugehen als Eingabesource. Also es ist hier vom Zeitverhalten her, also das bisschen String-Verarbeitung, das ist fast irrelevant, zeitlich gesehen. Ich wollte noch mal kurz zeigen, weil der Matthias auch wissen wollte, was kanonische Argumentreihenfolge ist. Also den Buffer-Typ hat jeder verstanden, oder? Also ich habe da so einen Buffer, das ist einfach eine Stringliste, die hier abstrakt sozusagen gehalten wird, also dadurch, dass man Multi-Chart macht und den Konstruktor nicht exportiert. Ich denke, das macht man in Haskell auch so. Efficient sind sie halt nicht. Was ist nicht efficient? Weil oben sind efficient Text-Buffers. Es ist schon efficient. Also der Kommentar ist aus Isabell ML. Du meinst, der String hier drin ist nicht efficient. Also das Buffering ist efficient. Das Buffering ist. In dem L habe ich einen anderen String-Typ, da ist es so wie ein 8-Bit. Das Buffering ist efficient, insofern, dass halt du das mit dem Reverse erst ganz am Ende machst. Also ich
habe eine Buffer, in dem ich halt immer Sachen reinschmeiße und dann mache ich einmal den Reverse. Das ist sozusagen, und das auf eine möglichst naive, möglichst langweilige Weise. Da habe ich also 10, 15 Jahre lang geschraubt, bis das so langweilig war. Und dass da keinerlei, das ist eigentlich fast nichts dazu zu sagen. Das kann man im ersten Semester. Also wirklich nur die Operation Add auf dem Buffer. Sonst also Empty und Add und dann halt Content. Also das ist dann das eine. Hier habe ich mir das gegönnt, dass ich, wenn ich das lehre, da das ist exakt der ML-Text. Und hier haben wir die kanonische Argumentreihenfolge, das heißt, wir applizieren neuen Inhalt auf den Container in der Reihenfolge. Das ist kanonische Argumentreihenfolge. Und dann kann ich dann voll drauf klemmen, dann mache ich sozusagen viele davon. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen XML-Baum serialisieren möchte, das ist ein Beispiel dafür, also das sind alles Isabel-Sourcen hier, die in Haskell hingeschrieben sind, also da gibt es ein bisschen... Ich verstehe immer, was da steht. Also, es ist ja notationell fast das Gleiche, da habe ich ja fast nichts getan. Da habe ich ja nur ein bisschen die Notation anders hingeschrieben. Also der Baum ist dann also ein Element und da ist ein Markup-Knoten und der Markup-Knoten ist hier einfach ein Name mit einer Property-Liste. Und wie war das im Code? Also was ist das T jetzt? In welcher Datei sind wir? Markup.t, ja? Also genau, also man muss bei den Isabel-Sourcen dann immer wissen, welches Modul man ist, was man T. Also da gibt es Properties und dann Markup und dann XML-Tree, da wird einfach so ein bisschen so eine Hierarchie von solchen Semi-Structured Data nennt man das, glaube ich. Also ich meine, das sind so Lisp-Sachen eigentlich, so alte Lisp-Sachen. So, und jetzt, wie war denn das? In Visual Studio Code mache ich rückwärts navigieren mit Minus. So, genau. Also Ctrl-Alt-Minus. Da kann ich rückwärts navigieren. Ctrl-Alt-Minus. So, also XML-Tree hat einen Namen mit einer Property-List, das heißt hier Marker. Ein Body. Das ist jetzt hier gehighlightet, das ist sozusagen einfach die Tree-Liste. Oder Text mit dem String. Und da war mir völlig bewusst, dass da wieder diese naive Code-Point-Liste steht in Haskell. Ich habe das alles genau studiert und habe dann lange darüber nachgedacht und dann haben wir uns für entschieden, das wirklich so zu lassen. Es gibt keinen Grund im Moment, da komplexere Implementierungen drunter zu legen. Und in ML habe ich das Problem nicht, weil es ist sowieso ein kompakter String-Typ. Da gibt es nur einen String-Typ. In Haskell würde ich jetzt anfangen, eine Typ-Klasse zu machen, die abstrahiert über den String-Typ. Genau, genau, genau. Also ein schlechter Haskell, genau. Ein sinnvoller Haskell, genau. Würde sagen, wir nehmen Text. Also das ist ja jetzt, also wir haben wirklich da eine Weile diskutiert und überlegt, ob wir Text nehmen sollen. Ich habe das dann nachgelesen und so und mir das angeschaut und ich sehe da wirklich keinen Grund. Warum also, hast du nicht einfach eine Data.tree und schmeißt halt einen Tupel aus Markup und also instanzierst du halt einfach mit deinem Markup und deinem. Weil du hast ja Zugriff auf die Standardbibliothek von Haskell, oder? Also, das sind ja Isabel-Sourcen, die habe ich ja abgeschrieben, die will ich ja jetzt nicht völlig verändern. Und in ML habe ich ja, oder in Scala gibt es die ja auch. Oder in TypeScript dann auch mal den Lies. Also, implementiert quasi die gleiche Standardbibliothek immer in verschiedenen Sprachen. Es ist so eine Lingua Franca von so Semi-Structured Data, das ist so dieses PIDE-Datenmodell, was eben mal schnell. Mit einer Hand so eine andere Sprache zu übersetzen. Das ist also eine andere funktionale Sprache. Das ist halt ein sehr kleines Grundset an Operationen auf sehr einfachen Datentypen. Ja, also es hat sich im Laufe der Jahre so rausgebildet und es zeigt aber ein bisschen, wie man in Isabel arbeitet, dass man, also das ist klar, das sind also XML-Bäume, diese drei Zeilen. Ich gehe mal davon aus, dass es da dann bei Hackish 5 verschiedene Versionen davon gibt oder so. Und ich habe halt hier die Isabel-Version eben mal schnell reinkopiert mit 3 Zeilen. Also das war bestimmt auch die Version mit alles in Typklassen implementiert und. Ja, also diese Entartung des Ganzen. Polymorph, das ist wie bei Java eigentlich. Die Kamera läuft, also ich rede ja trotzdem gescheit daher. Also ich habe ja auch mit der Java-Library gearbeitet. Also die schwanken ja auch im Laufe der Jahre so hin und her, dass man so irre aufgeblasene, entartete Implementierung, das habe ich in der Haskell-Library auch gesehen. Da gibt es aber auch gute Implementierungen, aber es gibt auch entartete Implementierungen. Was dann, also ich möchte es ja nicht schlecht machen, die sind ja ungefähr so alt wie wir, die sind ein bisschen jünger und da schmeißt man weniger weg. Wir haben eine klare Anwendung, wir können wegschmeißen. Wir können sagen, unsere Anwendungen in AFP brauchen das nicht, also schmeißen wir es weg. Aber wenn du so Open-Ended Libraries in alle Richtungen entwickelst, dann kannst du schlechter wegschmeißen.
So, also das ist XML, das ist normale Isabel-XML-Sache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da von dem Tree, und das ist jetzt auch wirklich hier idiomatische, dass ich jetzt da nicht zu viele Signaturen hinschreibe, weil die IDE kann mir das ja sagen, was die Signatur ist, und wenn ich es nicht im Kopf inferiere. Also ich möchte jetzt, sagen wir mal, zu dem Buffer, warte mal, add ist jetzt hier eine kanonische Operation, die also kanonische Argumentreihenfolge, appliziere mal den Tree auf den Buffer, also indem ich da halt, was macht als Payload, tue ich Buffer add, sehe ich hier, wird der Text, alle Textnoten werden da geedit. Das heißt also, das Unwrap ist jetzt hier eine Komplikation, das ist so ein bisschen Embrace and Extend XML, also ich wollte da, also das sind hier komplexere XML-Knoten, die ich hier noch darstelle. Da darf also irgendwie Markup auch ein ganzer Body sein. Nicht nur ein Name mit Property-List, sondern ein ganzer Body. Und dann nehme ich da solche Hilfselemente. Das vergessen wir mal, also nur dieser zweite Case. Also wenn denn mein Tree hier ein Element ist, dann ignoriere ich das Element, den Markup schmeiße ich weg. Und dann folde ich sozusagen mit meinem Add-Content da einfach rein. Und wenn es ein Text ist, mache ich sozusagen die eigentliche Nutzlast hier. Also, dann, also diese zwei Zeilen sind das Eigentliche. Und dieses Fold ist aus der Isabel-Library. Also das sind die kanonischen Operatoren. Und das ist jetzt nicht Haskelloid. In den Haskell-Libraries sind die Folds alle anders, habe ich gesehen. Das sind unsere Folds. Unser kanonisches Fold. Also das ist das normale Fold. Das ist einfach so ein ABB, das ist also kanonisch hier, auf ein A-List-BBB verbessert. Und das ist hier die Implementierung. Das ist alles aus der Isabel-Library 1 zu 1 kopiert. Und das ist ein Fold, was ein Ref... Na, es gibt nur ein Fold. Und du kannst ja die Liste so von links nach rechts oder also von oben nach unten sozusagen oder von innen... vom Ende her dir denken. Und das ist eben der andere, wo man sich vom Ende her denkt. Also da ist ja hier die Rekursion andersrum. Und das haben wir dann aber Foldref genannt. Das war sozusagen die Kulturleistung, die wir über Jahrzehnte geschafft haben, dass wir gesagt haben, es gibt nur ein Fold. Und dieses Fold verhält sich so, als wäre ein Ref eingebaut. Das ist das Inside-Out-Fold. Das hat die gleiche Signatur. Da wird nichts gesagt, dass man das so umdreht. Fold left, Fold right, die drehen dann da die Signatur um. Dann ist es nicht mehr kanonisch. Also wir haben ein kanonisches Fold. Und manchmal brauchst du das halt, als wäre da ein Ref mit drin. Dass du dann ein Reverse heißt das in Haskell, in ML heißt das Ref. Ja, in Haskell gibt es ja dieses Fold L, Fold R. Genau, und, genau. Und Fold Strich. Genau. Also da fühle ich mich. Fold L eigentlich nie verwenden, weil Fold L immer Fangs aufbaut, weil Fold L versucht die Rekursion, also Stack quasi aufzubauen. Welches soll man nie verwenden? Das linke. Ohne den Strich, aber mit dem Strich schon, weil dann fällt es strikt. Und können wir kurz gerne noch dieses Fold hier jetzt, eins von den normalen Haskell-Folds ist? Also unser Fold ist nicht direkt zu sehen, glaube ich, in Haskell, oder? Also das fällt. Also wir laufen, das ist einfach der Katamorphismus, wir laufen halt da die Liste runter und machen jetzt nichts Besonderes. Das ist hier tail-rekursiv, das würde in der strikten Sprache jetzt keine besondere Ressource brauchen. Also es nimmt halt immer den Head von der Liste und applied F auf den Head von der Liste. Das ist das nicht Fold? Ist das nicht das normale Fold L? Nee, das hat die Signatur verdreht. Also wir haben ja kanonische Argumente. Kannst du das ja mal aufmachen, das ist Haskell Fold L. Ja, ich glaube, wenn ich mal... Kann ich da nicht einfach eins hier schreiben? Ja, mach mal. Ich mach jetzt mal, warte mal. Dann muss wahrscheinlich können das... Fold gleich Fold L heißt das, gell? Ja. Und wenn ich jetzt das hier... Oder mal ein Bibel ist... Jetzt kannst du den Typen nicht sehen, weil es... Ich kann da jetzt nicht einfach einen Ausdruck hinschreiben, gell? Du kannst mal Fold undefined machen. Leerzeichen undefined. Was? Aber das ist immer noch ambiguous. Wir können auch einfach bei Google da rumsuchen. Ja. Did you mean Google? Das ist wahrscheinlich so ein Gag schwach, in der... Also dir dann das ambiguous type variable bevorzugt über den Typen von Fold. Also da ist es, da dreht sich das hier irgendwie. Ja, das ist das Schlimmste, dass die Signatur nicht einheitlich ist, sondern zwischen Fold L und Fold R. Genau. Also wir haben ja auch 10 Jahre gebraucht und dann habe ich gesagt, komm Leute, ich habe das lang genug gesehen, dieses komische verdrehte Fold, wir drehen das jetzt einfach gerade hin. Und da gab es also irre sozialen Widerstand gegen das, aber heutzutage ist das einfach, ach hier gibt es noch ein anderes Fold. Fold ist, it. Für assoziative Daten.
Also die, egal, ob sie von links oder von rechts gefaltet werden. Also für die Monique. Ja. Auch wenn hier Flips auftauchen, dann bei uns gibt es keinen Flip in der Library. Wir haben eine flipfreie Library. Und wenn Flips auftauchen, hast du irgendwie wieder eine Signaturenfalsch schon dastehen. Die tauchen hier ständig auf. Und das ist ja alles verständlich. Und ich kann es ja genau sehen, wie die Geschichte da gelaufen aber ist. Aber schau mal den Source Code von verglichen mit dem, was du da stehen hast. Ich glaube, ist gerade zu müde. Ja, also um die Low-Level-Optimierungen sozusagen im Kopf. Warte mal, ist das egal, welchen ich nehme hier, gell? Windows ist halt das Riesenmodul, das dauert ewig, bis das auch hinspringt. Dann rechts auf Source. Source, genau. Das nächste Folge, Strich und so Zeug. Und ich habe ich war an der richtigen Stelle, gell? Folder, Fold. Das sind jetzt die sehr abstrakten Varianten da, gell? Fold-R ist auch jetzt hier. Ah ja, gut. Du willst nicht die Standardbibliothek anschauen, weil es sind nicht die Standarddefinitionen. Ja. Also das sind die, das ist diese Entartung hier, also das ist irre allgemein. Und das ist ja schön. Also im Prinzip geht es ja nur darum, dass man hier jetzt so darum. Ich finde es interessant, dass sie hier Dual und GetDual verwenden, weil es ist eigentlich nur ein Wrapper um irgendwelche. Vermutlich, weil sie irgendwelche Optimierungen haben, die nur mit Dual funktionieren. Wenn wir jetzt das Flip hier rausschmeißen würden, dann würde sich das hier in die richtige Reihenfolge drehen, die kanonische. Und dann wäre das schon mal, aber es ist halt historisch. Also man hat halt am Anfang gesagt, da ist ein Operatorbaum und stell dir vor, da ist irgendwie die Null und dann machst du so ein Plus und so. Und dann legt sich diese Reihenfolge nahe. Aber das ist einfach konzeptionell, nur weil ich das so an die Tafel male, ist es noch nicht die richtige Reihenfolge. Und dann habe ich halt, also es hat wie gesagt 10 Jahre gedauert, bis ich dann gesagt habe, so. Faszinierend, dass sie da, mittlerweile an Port dastehen haben in der Genau, und wir haben da so eine Gegenbewegung, dass wir halt den Firlefanz dann wegschmeißen und dann nur das hier stehen lassen. Nur für die Liste und für nichts anderes. Sehr interessant, die History von der Funktion sich anzuschauen, wie sie sich geändert hat. Ja, ist klar. Ist nee, da stand nur der normale. Manchmal steht doch C-Note, bla bla bla. Ja, ich meine, das ist einfach noch der alte Code. Ja, stimmt, gehen wir ein Stück hoch. Sowas ist wirklich, das machen wir nie, dass wir Sachen stehen lassen in den Kommentaren. Nee, das ist. Left as a fault of a structure, in this case. Ja, also hier ist ja das ist ja die alte Story. Die geht ja zurück dann auf sehr frühe Bücher zur funktionalen Programmierung und dann legt sich einfach da diese Argumentreihenfolge nahe. Und die hat aber nichts mit der Logik des Ganzen zu tun. Also das gehört hier vertauscht, dieses Flip gehört hier weg. Das Problem ist halt, FaultL sollte man halt nicht benutzen, weil es auch einen Stack Overflow quasi gibt, wenn das zu tief wird. Er braucht quasi das Ergebnis von ganz innen schon, um das Äußerste zu berechnen. Er fängt nicht an, das von innen gleich zu kollabieren, sondern... Wenn man nochmal nur den meinen einfachen Listencode anschaut. Bei FaultL funktioniert das manchmal. Und bei FaultL' macht er halt strikt. Können wir mal das nochmal schaffen? Schauen. In einer strikten Sprache wie in einem L oder Lisp oder was? Das ist das normale Lisp-Idiot. Ich laufe einfach die Liste runter. Und dann geht er bis in das Plus oder was? Ich mache Tail-Rekursiv. Also ich wende das F hier, das X appliziere ich auf das Y mit dem Hilfe von dem F. Das habe ich dann fertig und dann gehe ich in die Rekursion. Das ist hier ein Tail-Call, oder? Also in Lisp und in ML und so ist das die billigste Version. Da renne ich einfach die Liste runter. Wo es lazy ist, kann es ja ein Problem geben, nämlich wenn die Funktion f, mit der hier gefoldet wird, eine Datenstruktur produziert, von der irgendwie äußere Schichten genutzt werden könnten, ohne dass tiefer verschachtelte Schichten gebraucht werden, dann funktioniert das hier nicht, weil es eben einfach, also weil es tail-rekursiv ist, oder? Sehe ich richtig? Also, ja, oder also, ja, oder andere Formulierung, dass die von einer unendlichen Liste nicht funktioniert. Bevor er nimmt den Head von der Liste und dann sagt er, okay, ich brauche den Head-Funktion, also plus zum hier Beispiel, das, genau. den Rest. Und dann sagt er, okay, um jetzt den Rest zu machen, schaue ich mir jetzt erstmal das an. Also Y ist der Akkumulator, X ist mein Head und dann wenn ich das F, X, Y. Also dieses Fold hier kann zum Beispiel bei einer unendlichen Liste lieber sinnvoll produzieren. Das heißt, genau, der geht halt immer mal da rein und wenn die was ist, dann, und wenn der Memory runterläuft, dann läuft halt der Memory über. Dann
Mord dann in die Speicher. Ja, okay. Und bei Fold Error? Ja, genau, hier das Fold Left. Bei Fold Error geht er einmal linear bis zum Ende der Liste und fängt dann an, zusammen zu addieren. Würde ich jetzt mal schätzen. Nee. Nicht? Ich glaube, das Fold Error ist das ungefähr das, was hier Fold Left heißt, und das ist das, was auch bei unendlichen Listen, was er so produzieren kann, oder? Ja. Also, das ist am. Das ja. Das also war mal voll. Nicht zuerst, das genau. Der Liste. Also bei Fold-Draft wird jetzt sozusagen im GHC-Haskell erstmal fast nichts passieren. Nämlich wird erstmal, ich meine, was auch immer F macht, wird dann unter Umständen nur so weit ausgewertet wie notwendig. Mhm. Und der Rest wird überhaupt nicht eingefasst. Ja. Und erst wenn F sagt, wenn die Funktion F sagt, hey, ich brauche noch den Wert von dem zweiten Argument ja. zu einer gewissen Tiefe, dann wird da wieder reingeschaut und dann wird die Rekursion sozusagen. Den zweiten Argument. Genau, also jetzt bestimmt die Funktion R, wann die Rekursion, wann wenn der Rekursion Tiefe gegangen wird. Und vorher hat. Ja, das normale, das Fold L oder das, was hier Fold heißt, da muss es einfach bis zum Ende der Liste gehen, ja. bevor das Ergebnis. Bevor überhaupt irgendwas passiert. Ja, wie gesagt, wie heißt das? Ja, genau, aber die ist das Parzahlordnung von hier halt oder ähnlich, wo auch ein betroffener Element ist oder so. Mhm. Ja, okay, egal. Ja, ich glaube, das war's. Also rein semantisch, die Idee von dem Ganzen ist halt, dass ich hier eine Datenstruktur durch X, also dass ich einen Katamorphismus letztendlich mache, und dass ich das in den strikten Sprachen auf die billigstmögliche Weise mache, mit dem Nachteil, dass sich dadurch der Durchlauf revertiert. Also wenn ich dann Const machen würde, wäre es dann nachher Reverse. Und dann tut man im Kopf sozusagen dieses Alternieren, das kennst du sicher dann so aus, also so eine Art Fusion macht man da auf den Kopf, weil die Sprachen normalerweise das nicht haben, die hier verwendet werden. Also das Fold ist, was dir Reverse zurückgibt. Also das Fold geht ja die Liste durch, und wenn ich jetzt in dem F konsen würde, dann baue ich es ja dann sozusagen in der Explorationsreihenfolge wieder auf. Das heißt, das Ergebnis wäre eine revertierte Liste. Und das nehmen wir in Kauf, und da tut man im Kopf sozusagen diese Reverses dann auscanceln, und dann macht man am Ende dann irgendwie ein Reverse dran, oder man verwendet irgendwann diesen Volltreff auch noch. Der Volltreff in der strikten Umgebung ist halt, der wird seltener benutzt, aber manchmal möchte man den Ref da gleich drin haben, und man geht halt in der strikten Implementierung über den Stack. Der würde dann Stack aufbauen da. Also der kostet hier gar nichts. Das ist das Kudering Down a List in Lisp von 1960. Das ist K und Kudder sind ja diese beiden, also es ist Tail. Ich laufe da einfach nur so runter, Tail-Rekursiv. Das ist sozusagen die billige Version, die man meistens verwendet. Und manchmal sagt man, okay, ich investiere linear Stack, um jetzt da dieses Ref mit reinzukriegen. Und das Ref würde ja nochmal linear Heap brauchen. Solche Tuning-Maßnahmen machen wir in den letzten 15 Jahren durchaus. Aber letztendlich war also die Kulturleistung zu sagen, das ist das eine universelle Fold, und das ist nur so eine Beigabe, dass man manchmal das Ref sozusagen da rein amalgiert hat. Und das brauche ich ja auch gar nicht in dem. Das Fold-Ref wird in der Anwendung gar nicht gebraucht. Und ich wollte eigentlich zusammen mit den beiden, also diese Applikation, also in Haskell ist es viel der Dollar, da türmt sich das dann so vorne immer so auf, so eigenartig. Das war bei uns früher auch so. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir schreiben die Applikation rückwärts. Das würde man in Haskell mehr mit monadischen Ausdrücken da machen, diesen Do-Sequenzen. Und sowas haben wir da auch gar nicht, oder das haben wir die allgemeinen Sprachen nicht. Also diese Rückwärtsapplikation, die halt ein X in ein F reingibt, in der natürlichen Reihenfolge sozusagen. Das ist quasi die nicht gelüftete Variante von deinem Bind. Das ist nicht ein Bind, das ist hier nur ein Kompositionsoperator. Das ist nur der Punkt von Haskell in der anderen Reihenfolge. Würde jetzt bei Bind immer noch M, B und stehen. Also, ja. Ja. Also es ist eine normale, gute alte Applikation. Wie war denn das beim letzten Mal, der sagte, Haskell heutzutage ist keine funktionale Programmiersprache, sondern eine monadische Programmiersprache. Das war eine sehr wichtige Bemerkung. Kommt auf den Programmierer an. Genau. Also meine Isabel-Module sind natürlich nicht monadisch, weil es in diesem Universal-Vokabular keine Monaden gibt. Control Group Lens, die Universal-Application. Ja, das ist ein Auto, oder? Nee. Also ich bin bei den Optics-Libraries noch nicht eingedrungen, weil ich werde jetzt nochmal lesen, was da sozusagen alles wirklich dahinter ist, weil wir ja so einen minimalistischen Ansatz haben. Und hier mit diesem
der wird jetzt auch nicht gebraucht hier. Also hier ist der normale Applikationsoperator, hier ist die punktfreie Version, das ist die das ist der Strichpunkt in Mathematik oder in Informatik, der Strichpunkt. Und das ist hier das ist so ein Carrying, Uncarry mit drin. Also ich habe sozusagen ein paar im letzten Schritt erzeugt und das F möchte diese beiden Einzelteile dann wieder sehen. Hier ist O auch immer noch die, das geflippte dritte, wo du gerade den Cursor drauf hast. Das ist der geflippte Punkt oder O heißt es in ML. Warum habt ihr da nicht da Symmetrie, also nochmal O undefiniert als Pfeil nach links? Nee, also weil man das nicht, also du hast ja so schon viel zu viele Wahlmöglichkeiten. Ja, das ist richtig. Also im Rest ist das Problem, dass du halt oft von rechts nach links, dann wieder den Teil auch nicht von links. Genau. Also das, da kamen auch immer wieder mal Leute und wollten das dann haben, dann haben es wieder rausgelöscht. Also es ist so, das, was wirklich absolut notwendig ist. Und dieser Applikationsoperator, der so ein Carry da enthält, das ist sehr, sehr nützlich und da kriegen wir dann auch so Sachen, also was andere Leute mit irgendwelchen Monaden machen würden, dann machen wir das damit. Aber das wird jetzt hier gar nicht gebraucht. Ich wollte nur zeigen, wie man diese Applikation und diese Komposition in der natürlichen Reihenfolge zusammen mit dieser natürlichen kanonischen Argumentreihenfolge, dass ich ein A appliziere auf ein B und das als Anwendung sozusagen um ein XML-Tree für Pi, also hier geht es ja um Cover-IDE am Ende, dass wir jetzt also diesen Baum da irgendwie ausgeben. Also hier ist noch nichts passiert, da ist nur das Fold gewesen. Also durch das Fold hebe ich eben das hoch auf eine Liste. Also hier war, dass wir vereinen, hier steht das kanonisch. Also ein Tree wird auf den Buffer drauf appliziert. Und wenn ich da jetzt Fold von dem mache, dann ist das für eine Liste. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier von dem Teilausdruck den Typs, ich kann immer von den Atomen den Typ anzeigen lassen, nicht vom Teilausdruck. Das ist eine Schwäche von VS Code, glaube ich, dass der das nicht so fand. So, also hier ist jetzt, um den Textcontent eines XML-Trees zu bekommen, das ist auch idiomatisch, dass ich das nicht pointless hier mache, weil ich dann mir die Signatur spare. Also ich sage Content of Body. Das ist auch so Lisp-artig. The Body ist also eine Liste von Trees. Dann fange ich mir mehr einen Buffer an, dann mache ich die Rückwärtsapplikation hier oder diese natürliche Applikation und folde ich sozusagen auf den Body drauf und dann habe ich das fertig gemacht und dann nehme ich den Content. Also ich habe sozusagen, das ist idiomatisch für unseren Art, funktional zu arbeiten, dass ich an dem, was ich ausliefere als eine Operation, nämlich die hier, dass ich da die Points mir leiste und die brauche ich auch, denn um jetzt das hier point-free zu bekommen, müsste ich hier eine Weile rumgurken. Mhm. Und dann kämen Leute auf die Idee, da irgendwie kanonische Argumentreihenfolge zu zerstören, nur um an der Top-Ebene dann das point-free zu kriegen. Aber ich muss aber in dem, da wo ich die Arbeit mache, das richtige Reihenfolge haben, nicht da, wo ich, also hier ist noch ein anderes Beispiel, Show von so einem Tree. Also Show Tree, dann mache ich Buffer Empty, dann schaue ich den Tree und dann mache ich Buffer Content. Und dann ist hier das Rekursive. Das ist sozusagen das Interessante jetzt. Also XML-Element und dann adde ich da so eine spitze Klammer und dann kommt diese Komposition und dann adde ich das Element. Das ist hier unten eine Hilfsoperation, um den Element Kopf da mit seinen Attributen zu adden. Ah, wegen der kanonischen Reihenfolge hast du dann wirklich. Der Buffer ist ja nur eine Liste an Strings. Im Prinzip, ja, so eine abstrahierte Liste also nicht von Pfeilen, sondern einfach nur von Strings tatsächlich, die am Ende dann konkateniert werden. Genau. Also was ist der Typ von Show Tree mit Unterstrich? Also das Tree ist so ein XML-Tree. Was also ist Show Unterstrich? Könnte das alles sein? Das ist nur die Rekursion hier, die also das Show soll ja hier. Das wäre praktisch die Show-S-Version. Also das ist meine Show-S-Funktion. Aber das Show-S hat ja dieses Reverse drin. Dann würde man in dem rekursiven Fall da so ganz Hirnverzwickus irgendwie... Also das Show-S ist doch offenbar so gemacht, dass man mit der... Man revertiert dann in der Applikation. Wir haben die Applikation im natürlichen Reihenfolge. Das ist das, was du in den Buffern machst, aber halt für die Show-Instanz. Also... Show-S ist quasi diese Im Show-S-Stil würde ich ja das hier mit Punkt machen, die Komposition hier. Und bei der Rekursion muss ich mich dann irgendwie auf den Kopf stellen hier. Da mache ich halt das ist quasi eine manuelle, wie heißt diese Listen, wo du Differenzlisten oder sowas. Differenzlisten heißt es, glaube ich. So eine Differenzliste, die du da machst. Du schleifst die Funktion durch und dann kommt alles revertiert von innen raus. Ja.
also die Sachen sind ja bei uns im Laufe der Jahrzehnte auch vorbeigerauscht und ich habe immer diesen Ansatz gehabt, komm, so trivial wie es nur geht, es muss am Ende so langweilig wie es geht sein. Also wir haben hier diesen Kopf, wo wir sagen, wir fangen mit empty an, dann schauen wir den Tree und dann machen wir den Content. Und hier ist die Rekursion. Und hier ist der interessante rekursive Fall. Hier mache ich den Kopf. Das könnte ich mit dem Show-S-Stil genauso machen. Dann mache ich rekursiv, folge doch mal die Show-Tree-Operation auf den Body drauf. Der Body ist hier so eine Tree-Liste. Und mache dann das Ende da, also diese Endklammer. Und das ist das Text, dann edit ich halt da den Show-Text. Also Show-Text ist dann hier. Was habe ich da gemacht? Ja, ich encode das ja noch. Also ich encode dann, das ist jetzt die normale XML-Notation, die hier ausgegeben wird. Da muss meine Code Points, die in der Liste stehen, muss ich dann hier so anders drucken. Also das ist das ML-Programm, was ich hier einfach direkt portiert habe. Und ich habe nur diese kanonischen Operatoren von uns, die also so ein ganzes Edward-Gmet-Universum irgendwie einstampfen und auf so drei Zeilen reduzieren. Und dann schreibt man das einfach so hin. Und das mache ich in OCaml genauso und das mache ich beim nächsten Mal vielleicht in F-Sharp und so. In F-Sharp gibt es unseren tollen Rückwärts-Applikationsoperator schon, weil nämlich Don Sein den mal von uns kopiert hat. Und vielleicht hat er mittlerweile auch die anderen schon kopiert. Und dann hat man sozusagen mit extrem wenig Aufwand. Ja. Also das sind so ganz elementare Sachen. Und wenn man da einen Stack von Modulen aufgebaut hat, also so 10 Stück ungefähr, dann hat man PIDE auf der Haskell-Applikation, also die Datenformate von PIDE. Also man kann dann eben sagen, ja, ich gebe jetzt eine Message aus und die hat halt einen XML-Markup drin oder die hat irgendwie einen sonstige Markup drin und so. Das heißt ja quasi, dass bis auf Syntaxunterschiede und so ein bisschen diese Show-Instanz ist ja der Markup, hast du am Anfang wirklich alles rüberkopiert und dann angefangen, das nach Haskell zu... Ja, ich habe das ML hergenommen und habe es nach Haskell umgeschrieben und die Syntax, die kann man ja learn x in y seconds und so, kann man ja schon, ich kenne ja Haskell als Sprache, oder habe ich oft genug hier. Ich zeige das nochmal, wo ich die Sourcen wirklich erzeuge in Isabel, weil da noch ein kleiner Kniff drin ist, der ist jetzt nicht besonders tiefschürfend, aber so ein bisschen Metaprogrammierung. Also ich habe eine Isabel-Theorie, die heißt Haskell, also gibt es eine Support für Haskell-Tools und Isabel-Tools in Haskell, ist also. Und da habe ich einfach in Isabel, jetzt wirklich Isabel, also nicht in Hol, gell? Also Isabel. Isabel ist so eine Universalumgebung für Domain-Specific Formal Languages und Hol ist dann eine wichtige Anwendung dafür. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ja, also Isabel ist eine Universalumgebung für Domain-Specific Formal Languages. Das kann alles sein. Das kann Logik sein, das kann Mathematik sein, das kann Ordinary Mathematical Text in Restricted Natural Language sein. Und wenn ich da jetzt Haskell einbinden will, dann habe ich mir da hier meine Library natürlich, hier sind also tolle formale Links auf die Originalsourcen auch, also Basic Library of Isabel Idioms, das habe ich jetzt ganz klar gesagt, dass das sind Isabel-Idiome. Also das ist einfach nur Text, den du hinschreibst. Naja, also da ist, also es ist im Wesentlichen der Quelltext, Generate Haskell File, ist es nicht so spannend. Da wird also nur der Text genommen und dann läuft ja noch ein Präprozessor drüber, also statt dass ich den C-Präprozessor verwende, wie Haskell das macht, verwende ich ML oder Isabel als Präprozessor und dann kann ich, das ist der kleine Kniff, der da drin ist, kann ich nämlich bei dem Markup, wo ja dann Markup ist untypisiert und unscoped, untyped, das sind einfach Name, Property List, Dinge, die als XML-Bäume irgendwo in der Welt da draußen landen und die Welt da draußen ist untypisiert. Aber wie kann ich vermeiden, dass hier String-Konstanten in der Gegend rumstehen, die dann Clones sind und wenn da sich was ändert, oder dann merke ich nicht, dass da, also kürzlich habe ich da aus Inner Comment, Comment 1, 2, 3 gemacht. Also wie kann ich das vermeiden? Und ich habe an einer Stelle, wo ich das, also da gehen wir mal an die Stelle, wo die Comments definiert werden, Moment 1, 2, 3, hier ist das. Also da wird ein Modul erzeugt sozusagen hier ein String und ein Markup T. Also String ist der Name dieses Markup-Elements, das ist ein String-Literal und T ist dann also Name Property List, das ist hier so. Und da habe ich also hier einen so kleinen Kniff gemacht. Ich bin ja in Isabel und da kann ich ja formal mich auf die Isabel-Umgebung beziehen. Also hier ist eine Kartusche drin, in diesem Source-Text, der dann Haskell-Source wird,
dass mein Pi-Prozessor, der diese Cartouche expandiert, also da steht jetzt ML-Source. Ich habe die ML-Umgebung zur Verfügung, da wird eben diese String-Konstante definiert. Und das ist sozusagen die Stelle, die authentische Stelle, wo dieser String erzeugt wird. Und wenn ich den ändere, dann ändere ich an den Stelle, genau an einer Stelle. Aber was ist dann das für eine, was referenziert das dann? Also, das ist die Haskell-Source und da blende ich ML-Source ein. Und wobei, auf was referenziert das dann? Also auf die vorhandene ML-Umgebung, die ich ja hier habe. Aber was ist dann, kommt einfach nur ein String? Oder was? Also am Ende kommt ein String-Literal raus bei dem Ganzen. Also in Haskell. Eine Datenbank, also String-Literal. Nee, also ich rufe hier, ich kann ja zur Laufzeit das ML-System befragen, du, werte mal den Ausdruck aus und es soll ein String sein und diesen String möchte ich haben. Also ich mache ein Eval auf einen ML-Ausdruck, kriege einen String und den String kann ich ja im Haskell-Syntax dann ausgenerieren. Also ich setze hier an der Stelle, das ist ein Präprozessor. Also die Kartusche in diesem General Haskell-File ist was dir einen Haskell-String rausschmeißt. Also das ist ein beliebiger ML-Ausdruck, der einen ML-String erzeugt, den ich in Haskell-Notation dann nachher in die Source einkopiere. Das ist ein Präprozessor, der letztendlich in ML programmiert ist. Und dann kann ich die semantische Welt von ML textmäßig in diese Haskell-Sourcen einkopieren. Aber ist der ML-String wirklich ML-Code, der nach Haskell-Code gewandelt wird, oder ist das einfach nur ein String, der dann in Haskell wird? Also wir können das hier sogar beantworten. Also diese Kartusche, da kann ich ja fragen, was ist denn das? Ja, also dieses ist eine Haskell-Antiquotation, die heißt Pure Cartouche. Und hier ist die Implementierung davon. Und das ist in Pure drin, da müsste ich jetzt, um das zu browsen, müsste ich jetzt hier das Root-File wieder aufmachen, aber wir machen es mal freihändig. Also es ist eine Antiquotation für GHC, also ich habe hier so ein GHC-Modul aufgemacht, das ist Support für GHC, Glasgow Haskell Compiler. Und da kannst du Antiquotations definieren, das ist ein Parser, der hier irgendein A erzeugt, und aus dem A macht er einen String und das ist der Haskell-Source, der dann da einkopiert wird. Also, das ist eine Antiquotation, die heißt Cartouche. Also wenn ich eine Cartouche hinschreibe, dann ist das Ding, das Cartouche heißt. Wenn ich einen Namen davor schreibe, ist das der Name. Aber wenn ich nichts davor schreibe, ist das Cartouche. Dann parse ich hier Cartouche als Syntax, als Input. Dann kriege ich also das hier in die Hand, in meinem formalen Kontext. Jetzt schmeiße ich hier den ML-Compiler, der zur Laufzeit haben wir den ML-Compiler. Also der erzeugt Native Machine Code zur Laufzeit. Das ist, muss ich betonen, weil nur in der Scheme-Welt, ich mag es heute nicht da, in der Scheme-Welt und in der ML-Welt macht man es so. In der Haskell-Welt hat es irgendwie vergessen. Da ist GHCI ein Interpreter, soweit ich da informiere. Oder es ist irgendwie, der schreibt es raus und macht ein Objektfile und lädt es dann rein. Der Forth-Welt macht man das auch so. Das ist interpretiert. Das ist kein Native Machine Code. Forth, ist das Machine Compiler, sobald du ein Wort abschließt in der Sprache. Okay. Okay. Ja, läuft das sofort auf den Compiler, ja. Also 1980 war der Höhepunkt dieses Prinzips. Unsere ML-Compiler sind aus der Zeit, also haben wir das noch. Und später hat man das wieder anders gemacht. So. Ich glaube, GHC kann beides. GHC kann prinzipiell beides, das hängt komplex ab. Also kann ich im laufenden Programm Eval machen, auf eine native Weise. Okay, da müsste ja das laufende Programm den ganzen Compiler mit an Bord haben. GHC lädt bereits kompilierte Module, die kannst du laden, aber dann kannst du eben nur interpretiert arbeiten in deinem aktuellen Kontext. Ja, und wenn du auf einer Dependency irgendwas änderst, musst du wieder GHC schließen und wieder starten, dass die richtigen. Also ich glaube, dass da Haskell und Java sehr nah beieinander sind von dem Modell. Mit den Class-Files, ja. Und die Scala Apple macht es ja auch so, dass die dann Class-Bytecode erzeugt und den dann reinlädt und dann ausführt. Und das fällt alles weg hier bei dem. Der ist einfach so konstruiert, dass man zur Laufzeit jederzeit Code erzeugen und ausführen kann. Das heißt, Code erzeugen und ausführen? Ein Eval im Endeffekt. Ich kann ein Eval machen und kriege nativen Maschinencode raus. Und das muss man deswegen so deutlich, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Man muss nur sein System von vornherein mit dieser Annahme, dass das rauskommen soll, bauen. Und das hat man in den 80er, 90er Jahren ständig gemacht und dann kam es aus der Mode. Und OCaml kann es auch nicht. Ich weiß es, also es gab irgendeine soziale Bewegung, um das halt nicht mehr zu machen. Ich muss es nur sagen, weil das bei uns geht und weil wir das ständig, nicht ständig, aber manchmal machen. Also hier bin ich in einem Kontext, das ist eine Operation, ein laufendes Programm, liest da gerade die Source ein und da hat man diese Kartusche gesehen. Jetzt schmeiße ich den ML-Compiler an. Das ist also Eval. Das GHC mit Eval im Standard? Ja.
leider. Okay. Aber der Compiler kann es ja dann auch machen, der kann es ja kompilieren, der kann es interpretieren, was auch immer. Muss halt irgendwo eine Referenz auf den kompilierten Code in seinem Laufcode. Letztendlich musst du halt deinen Compiler zur Laufzeit wirklich an Bord haben. Mit allem, was da dazugehört. Das ist ja auch so. Ja, und GHC ist so ein Zwischending. Also das heißt, dass der ML-Compiler quasi immer bei dem laufenden ML-Programm. Der ist da immer mit dabei. Ja, ja. Okay. Die brauche ich ja auch. Wenn ich dann eine Mathematik aufbaue und ich mittendrin sage, ich baue mir hier ein Tool, was jetzt irgendwas rechnen soll außerhalb der Logik, dann brauche ich ja den ML-Compiler. Aber es ist halt immer voll verblüht, weil. Weil es untypisiert ist. Weil du Strings halt einliest. Das habe ich verbessert, weil ich Tokens zusammenklebe. Also du liest halt jetzt Tokens ein, aber es sind ja eigentlich im Endeffekt auch Strings, nur halt. Ja, aber das macht einen Unterschied und das reicht. Das Problem ist halt, dass man dann wieder, wenn man das in seinem Code nutzt, muss man höllisch aufpassen, dass man kein User-Input in dieses jeweils steckt und der nicht davor sanitiert muss. Ja. Also, ich kenne die ganzen Fallen, es ist jetzt auch keine Web-Applikation, wo man. Also, ein LCF-Prover ist es also nicht. Gefreit gegen malicious Users, das gab es damals noch gar nicht. Das hatte man in dem Mindset überhaupt nicht. Bestellte der fertigen Welt, die quasi statisch überwunden ist und nicht ausführt. Also wenn man hier Strings zusammenbaut, dann muss man die semantischen Strings mit einer schönen Operation an der richtigen Stelle reinklemmen. Und das ist natürlich, also die Stelle ist völlig untypisiert und völlig unsicher. Also das muss man so lange rumbasteln, bis das stimmt, bis die Klammern hier stimmen. Wobei der Editor hier das witzigerweise richtig anzeigt, weil der die Klammern innerhalb der Quotierungen anders zählt, als welche, die außerhalb stehen. Also der JEdit hier ist so smart gemacht, dass der trennt einfach die Sachen, die in Quotes stehen, von denen, die außerhalb von Quotes stehen, für die Klammerzählung. Und dann kann man das schon mit ein bisschen experimentieren, hier kriegt man das hin. Also man bastelt so lange rum, bis dieses Eval hier stimmt. Und dann ändert man das ja nicht. Man könnte das jetzt noch besser machen, aber dann baut man wieder riesige Türme von irgendwelchen Frameworks auf, die dann nicht unbedingt sein müssen. Gutes Engineering ist immer so ein Balanceakt, also wie viel brauche ich wirklich? Und dieses MLX-Read, was mir Tokens macht, das war schon wichtig. Also früher waren da nur Strings, weil nämlich die Tokens Position enthalten. Und ich kriege ja in der IDE für diesen generierten Text auch die Typinformation richtig. Also hier kriege ich ja saubere Typinformation, dass das jetzt hier ein ML-String war. Ich kann da jetzt irgendwie ML-String-Operationen noch machen. Also das muss nicht eine Konstante sein. Das ist ein Ausdruck in ML, der einen String liefert. Wenn der jetzt keinen String liefert, sondern hier sagen wir mal irgendwie was Komplexeres, das ist jetzt was anderes, das ist kein String, dann kommt hier eine Fehlermeldung, die es am Kopf nur herauskommt, offenbar. Und schmeißt die Kartusche, dass der ganze Block einen Fehler hat. Ja, also es ist die ganze, hier das Kommando insgesamt ist jetzt mit dem Fehler hier kaputt gegangen und dass unser Eval ist gecrashed. Also wurde ja Source ausgeneriert, GHC Setup Result und das ist so eine Operation, die also ein String, ein kanonischer Argumentreihenfolge auf den Kontext anwendet. Genau, jetzt musst du halt die ganzen Fehler von deinem Compiler wieder irgendwie. Also da mache ich jetzt hier gar nichts, das ist ganz billig und ich schraube hier nur so ein paar Module zusammen und wenn das falsch ist, dann schraube ich so lange dann rum, bis es richtig ist. Wenn dein Compiler wenn aus dem Eval jetzt keinen Fehler rausschmeißt, sondern einen strukturierten Fehler, dann könntest du ja daraus wieder ziehen, aus welcher Zeile wo denn jetzt gerade genau der Fehler war. Also, wenn man das noch ein paar Jahre weiter verfeinert hier, im Moment, ich habe da nur mit einer Hand eben mal schnell. Ich wollte halt diesen Markup da systematisch in die Sourcen einblenden und ich wollte da keine Duplikate von String-Konstanten haben. Das ist die Hölle. Duplikate von String-Konstanten sollte man vermeiden. Und dann habe ich eben die ML-Ausdrücke vom Typ String und die habe ich schon, die blende ich dann halt in die Haskell-Sourcen ein und dann werden halt Sourcen generiert. Das ist schlecht. Sourcen generieren ist schlecht, aber das mache ich hier. Dann werden die ins Repository reingestellt. Das ist auch schlecht, aber das mache ich hier. Also eine Funktion über den Sourcen und das Bild in ein Repository rein, das ist immer ein Ärgernis. Da hast du auch so Duplikate da drin. Mhm. Aber das habe ich jetzt hier belassen und das will ich ihm irgendwann vielleicht nochmal verfeinern. Isabel war ja das früher ständig, dass man da irgendwie generiertes Zeug irgendwo rumstehen hatte und nach ein paar Jahren haben wir dann das alles immer mehr Struktur aufgebaut. Aber die ist auch Komplexität.
Also Isabelle ML ist ganz schön komplex geworden auf der Art. Ist das ganz billig? Also Präprozessor ML String Expressions in die Haskell Source einkopiert. Also ich wollte ja zeigen, wie das erzeugt wird. Also hieß das Print String. Und das Print String ist einfach dann, um sozusagen auch korrekt und. Also habe ich mir das einfach angeschaut und dann habe ich gesagt, ja, Leute, kenne ich alles, das ist aus ML. Geringen Varianten. Das gibt es hier bei uns in ML nicht. Das haben die neu erfunden irgendwann. Mit diesen, also du hast eine variable Länge für den Code. Die Strings in Haskell sind ja Code-Point-Listen in Wirklichkeit. Das sind keine Charakterlisten, sondern Code-Point-Listen. Und die Zahl, die hat eine variable Länge. Das ist Numeral und dann kann man das hier abschließen mit dem witzigen Zeichen da. Ja. Okay, also das sind ja so kleine Handgriffe, um verschiedene Sprachen so zusammen. Ich sage dann manchmal, also hier werden verschiedene Metalle so aneinander, also so Installationen mit einem Kupferrohr und mit Stahlrohr. Das kann natürlich auch irgendwie Probleme, das sind Ströme, die dann da fließen und so. Ja. Immerhin sind es Metallrohre, die man zusammenbaut. Und bei der JVM ist es dann mehr so, also du machst Blei auf Holz oder so. Was du irgendwie. Also diese Anstückelungsstellen, die sind dann halt kritisch. Da kannst du auch zerbrechen irgendwann. So, also das ist eigentlich alles glimpflich abgegangen, nichts Besonderes. Ich blende dann auch noch Filenamen und Directory-Namen in die Sourcen ein, dass ich so formale Referenzen machen kann, dass ich dann sagen kann, schau mal auf das File sowieso. Das ist nur so ein Gag, den ich dann noch draufgesetzt habe. Das braucht man eigentlich jetzt nicht wirklich. Das ist nur zu Dokumentationszwecken. Also wenn dann jemand Isabelle nicht so genau kennt und das hier liest und dann kennt die IDE und dann steht da irgendwo, ja, das basiert auf dem File sowieso, dann hovert man da drauf und dann kommt man auf das Originalfile. Das ist also unsere Library, die halt im Laufe der Jahre sehr stark, da sind die alten Folks noch drin hier, diese Uralt-Folks, die stammen glaube ich aus so irgendwie von Phil Wotler aus dem Buch oder so. Ach, das ist wirklich für Infix. Also damals hat man das so erklärt und daraus ergibt sich die Argumentreihenfolge. Und im ML sind die Infixe halt getupelt. Das ist ein historischer Unfall. Das hat man damals nicht gewusst, dass man das carryen möchte. Das ist ganz archaisch. Die stehen hier noch und die benutzen wir so gut wie nie. Das erinnert sehr stark an die Haskell-Library. Bevor das Endo, Get, sonst was da gemacht wurde, da, bevor das sozusagen abgespaced ist, statt dass man sozusagen das aufgeräumt hat und die Argumente einfach nicht kann und gemacht hat. Wer hat mal eine ältere Version von Haskell? Wollen wir da mal noch durchgehen oder wollen wir jetzt hier? Wir wollten zum Sangam, gell? Jetzt so. Also ich bin nicht dabei. Also Sangam, oder?